Würdet ihr heute noch die Führerscheinprüfung bestehen? Ich teste es und probiere es aus. Und zwar bei der KVI Hightech Fahrschule in Saarbrücken. Ich habe ja gesagt, ich schaffe das locker, aber jetzt müssen wir mal gucken, ob das auch wirklich so ist. Nicht wahr. Also, damit ist es amtlich. Ich bin durchgefallen, richtig? Ja, genau, mit 22 Fehlerpunkten, definitiv. Ja. Knapp drüber, über die 10. Was war denn so meine Schwäche? Ja, Vorfahrtsstraßen, definitiv. Abgenähte Vorfahrtsstraße, da hast du Probleme mit. Parken halten. Parken halten? Ja, genau. Ab wann was ist. Und waren einige Fehler dabei. Also jetzt alle aufzählen, wird, glaube ich, den Zeitrahmen sprengen. Wir können jetzt aber trotzdem die praktische Prüfung machen, weil ich habe ja den Führerschein und mache das ja gerade zum Glück nur zum Spaß. Und das macht gar gerade keinen Spaß mehr, so ein Mist, ey. Es ist wirklich traurig. Ja, also dann machen wir uns jetzt dran an die praktische Prüfung, auch wenn ich meine 22 Punkte gerade kassiert habe. So, wenn ich jetzt natürlich fahrschulenkonform hier rausfahre, werde ich wahrscheinlich niemals rauskommen. Aber, so Freunde, doch, jetzt gewonnen. Gewonnen! Oh, das ist rechts vor links! Nein! Ja. Ernsthaft? Ja. Nee! Am Kirschberg, diese Straße, kein abziehender Bordstein, rechts vor links dazu. Ganz üble Stelle hier. Ja. Diese dicken Linien da am Boden! Das ist keine Linie. Das ist doch eine. Nee. Das ist rechts vor links. Ja. Oh Mann! Das war's. So Alex, also Theorieprüfung bin ich durchgerasselt mit Pauken und Trompeten. Jetzt ging es um die praktische und... Ja, ich habe ein Gefühl, dass es vielleicht nicht geklappt haben könnte. Ja, leider nein, aber phasenweise sah es doch sehr gut aus. Die Stoppschilder hast du gut eingehalten, auch Verkehrsbeobachtung. Aber ja, es waren drei Situationen, wo der Prüfer dich hätte durchfallen lassen müssen. Okay, was war das? Das war einmal zu schnell, 10 km/h, ne, im 30er-Bereich, 40 gefahren. Hatte ich zwar kurz abgelenkt, aber ja. 10 km/h ist halt auch schon ja, zu viel. Zu viel, ja. Zu viel des Guten, okay. Genau, genau. Und den letzten, den weiß ich, da hat es auch ziemlich gepiept im Auto. Ja, richtig, ja. Das war die miese Seitenstraße, ja, von in Fasching. Ja, die Bergstraße, glaube ich schon, ne? Ich glaube Bergstraße, ja. Ja, die muss man halt erkennen. Auch wenn sie schwer einsehbar ist, aber die haben halt Vorfahrt. Wenn einer kommt, muss man stehen.